Internet und YouTube zurück bei Ark und dem süßesten Wesen aller Zeiten, Lumpy. Er ist wirklich wahnsinnig süß, oder? Wie sein Herrchen. Wir sind beide richtig geile Sahneschnitten. Ob wir mich ansehen? Du bist froh, oder? Du bist froh, mit uns dir dieses kleine Zelt hier zu teilen, oder? Ich habe meinen eigenen Platz da hinten. Nein, nein, nein. Wir schlafen hier, offiziell schlafen wir im Zelt. Nur für die Aufnahme hast du deinen eigenen Platz. Um das Drama für die Zuschauer hier ein bisschen aufzubauschen und zu generieren. Aber sonst? Überhaupt kein Bett drinnen. Warum soll ich auf dem harten Boden schlafen? Bist du bekloppt? Wir nehmen hier diese gemütlichen Sandsäcke, Schlafsäcke, Sandschlafsäcke. Ja. Da ist so viel Sand drin von der Wüste. Es ist mehr Sandsack als Schlafsack. Schieben sie hier rein und dann schlafen wir hier. Verstehst du? So ist das System. Oh, noch ein kleiner Lumpi. Willst du deinen eigenen haben? Ja. Jetzt willst du doch einen, ne? Ja. Jetzt denkst du dir so, ich hätte so gern so einen kleinen Lumpi. Ich will Lumpi 2.0. Ey, den finde ich aber sogar fast hübscher als meinen. Was? Der ist echt... Nee, ich finde ihn echt hübsch. Noch gleicher. Okay, was gibt man dem? Bären. Bären und natürlich Drogen. Oh, hier ist noch einer in Blau. Welche Bären? Jetzt so ein leicht Ist wurscht, welche Bären? Die lilanen. Also, ich bin ein richtiger... Oh, hier drüben. Ey, komm mal hierher. Warte mal kurz. Töte deinen. Was? Bring ihn um. Ich habe den ultimativen gefunden. Komm mal her. Moment, ich töte ihn. Erlöse ihn. Okay. Erlöse ihn von... Wo bist du? Hier. Finde mich. Ja, was? Spielen wir hier im Verstecken, oder was? Wow, der ist wirklich super, oder? Das sieht aus wie ein kleiner Fuchs. Oh, der ist sexy. Das sieht aus wie der kleine Clank. Oder Ratchet. Wer war nochmal der Roboter? Ich weiß es gar nicht im Moment. Ich habe das Spiel zwar gespielt, aber irgendwie sind gerade die Namen in meinem Gehirn vermischt. YouTube, bitte jetzt durchdrehen und brennende Tüten mit Scheiße in mein Fenster werfen. Danke. Wow. Die sind ekelhaft. Hallo. Ich verdrehe hier gerade Nerdwissen. Und wir brauchen unbedingt eine Schmiede. Wir brauchen eine Menge. Schau dir den an. Dein bester Freund hier drüben. Was? Ich hab Freunde? Ja, der hier ist doch dein allerbester Freund. Was ist das überhaupt? Taming Food? Warum? Wozu? Was macht der? Kann ich mich auf ihn draufstellen? Ach, das ist so ein wandelnder Hocker für Könige. Jetzt bespring ihn doch nicht. Ich will ihn aber. Tierquäler. Oh, da ist er. Oh, wie putzelig. Oh, wie süß. Ja, meiner ist eher so weiß. Naja, auch nicht ganz weiß. Wie nenne ich ihn? Putzi-Wutzi? Ja, Putzi-Wutzi. Oh mein Gott. Putzi-Wutzi. Hat der einen riesigen Haufen geschissen. Was? Putzi-Wutzi. Putzi-Wutzi. Der größer als sein Putzi-Wutzi selbst. Na, hier. Holy shit. Wahnsinn. Also dem sein Arschloch will ich nicht sein. Ey, wow. Ja, komm, bitte. Hallo? Das Ding ist so groß wie er selbst. Das sind die Bären. Die geben ordentlich. Ding. Die Qualitätsbären. Oh, hier drüben ist ein Raptor, den hole ich mir. Okay, der wird gerade zerstückelt. Nee. Nee, den will ich. Wir können diese Kalgon-Waschmaschine auch zähmen. Achso, wir brauchen die Schmiede, oder? Für Sattel und Gedöns, ne? Ich hole mir trotzdem einen. Ich gehe jagen, du gehst Frauenarbeit machen. So wie damals, ne? Was? Was heißt hier wie damals? Ja, wie damals im Liebesnest. Früher waren die Frauen emanzipiert als heute. Nein, nein, nein. Heute sind die Frauen total abgebrüht. Was denkst du, wie Frauen dich heute abservieren würden? So ein weicher. Ja, aber das ist ja einfach nur, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Hallo? Früher hat man alles geteilt miteinander. Frauen plötzlich Hosen tragen dürfen. Und dann ging es nur noch bergab, richtig? Ich glaube, du verstehst absolut nicht. Geschichte, aber gut. Ah. Bäh. Widerlich. Frauen? Nee. Tee vertrinken. Nein, Frauen liebe ich. Die meisten. Ich trinke auch einen Käfer. Kann man den Käfer zähmen? Wirklich? Versuch's doch. Ich denke, ich will auch gar keinen Käfer zähmen. Also, um ehrlich zu sein, kriege ich Albträume, wenn der neben mir aufwacht. Ich finde die süß. Wow.
Das ist ein Mädchen. Ich will einen Jungen. Ich will einen starken Mann, auf den ich bin reiten doch hier. Kann. Das hier drüben. Oh, ich habe einen Geier gefunden. Ja. Hier ist ein Geier. Oh shit, er greift mich an. Oh mein Gott. Und tot. Ich bin tot. Stone, Wood, hat Metal Ingots. Hilfe! Ey, der Geier ist mies. Wo kriegen wir hier Metal Ingots her? Wo bist du denn? Soll ich dich retten? Rette mich, Quantum! Ich weiß gar nicht, wo du bist! Ich sehe deinen Namen nicht, sorry. Du wirst sterben. Ich renne heim! Okay, okay, alles gut. Oh nein, 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 gar nichts gut, gar nichts gut! Was ist, wenn ich den Käfer töte? Töte ihn nicht, Quantum, töte ihn nicht! Nur for Science, was gibt denn der? Shit in. Ich komme heim! Ich bin nicht zu Hause! Paketdienst will. Oh! Ah, das ist ein friedlicher. Geier zähmen. Ein friedlicher Paketdienst? Ey, der Geier ist ja extrem. Hier sind mir eindeutig zu viele. Oh Gott, die Motte ist gelandet. Ich wiederhole, die Motte ist gelandet. Wah, bist du eklig! Oh mein Gott! Mal den Geier. Mir wird schlecht. Boah. Komm schon, penn ein, Alter, penn ein! Penn ein! Oh Gott, da hinten bekämpft sich was. Oh, da ist ein böser Dino jetzt mal. Ja, bei mir ist ein böser Vogel, der richtig grob unterwegs ist. Aber ich habe keine Betäubungspfeile. Jetzt fall doch endlich um! Lumpi! Oh Gott. Ist das die End von Lumpi? This is the end from Keys. Ja gut, Hauptsache Lumpi lebt. Alter, komm, wie viel hält denn der Geier aus? Ich bin er. Mach ihn bewusstlos. Ich hab nur normale Pfeile. Peitsche ihn, peitsche ihn. Ich soll ihn auspeitschen? Okay, das ist meine Spezialität. Komm her. Boom. Zieh die Akro. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich hab Knochenbrüche. Oh Gott. Geh ins Zelt! Alter! Wie geht's meinem Lumpi? Hallo Lumpi, lebst du noch? Sitz, Platz! Ey, mir wird das Zelt nicht angezeigt. Und er greift Lumpi an! Nein! Er greift Lumpi an! Lumpi, was killt! Ich bin auch... Wow! Ich wollte ihn auspeitschen! Ich hab alles verloren. Wegen einem Geier. Wir brauchen sofort neue Betten. Wir brauchen richtige Betten. Die Schlafsäcke funktionieren irgendwie nicht. Oh Gott, der ist genau über dem Bett. Oh shit. Bist du beim Bett gespawnt? Beim Schlaf. Ich bin schon wieder down. Oh mein Gott. Ich bin irgendwo. Ja, jetzt können wir nicht bei dem Ding spawnen. Oh mein Gott, ein Geier. Random Location. Ich bin. Ja, aber South One, ne? Ja, ich aber du drückst ja Random Location. Das bringt dir dann nichts. Ja, aber trotzdem. Du kannst ja trotzdem sagen, ich will im Süden. Ja, aber warum steht dann Random Location? Süden 1 kannst du doch an der Seite auswählen, oder nicht? Ja, aber trotzdem musst du dann Random Location klicken. Ja, aber irgendwo in Süden 1 random, denke ich mal, oder nicht? Nee, Random Location. Ja, aber random? Ja, ich bin random. Ich bin irgendwo anders jetzt. Wo ist anders? Das, ich hab doch keine Ahnung. Wer greift mich jetzt an? Eine Ameisenfamilie. Oh mein Gott. Es geht wieder los. Es geht. Das ist so eine gute. Ja, weil du kein Bett gebaut hast. Was, wie ich kein Bett gebaut habe? Ja, hätten wir spawnen können. Und jetzt müssen wir erst wieder alles finden. Ich wusste nicht, dass hier ein Psycho-Geier. Ja, aber du bringst ihn nach Hause. Oh mein Gott, hier ist ein Wolf. Hier ist ein Wolf. In der Wüste ist ein Wolf. Und ich bin tot. Ja, ein Wüstenwolf, klar. Ja, ein Wüstenwolf. Deine Mama. Ist gar nicht so. Ja, natürlich. Ist gar nicht so abwegig. Ich muss mir erstmal einen neuen Rasselumpi holen. Oh, du bist aber ein hübscher Rasselumpi. Mich hat ein Wüstenwolf zermanscht. Alles klar. Ich hole mir jetzt erstmal einen neuen Lumpi. Schritt 1: neuen Lumpi. So, hier, Kumpel. Nasch die Beeren. Ich will nach Hause. Einfach hier an den Bären knabbern.
Ja, kleiner Lumpi. Alles wird gut. Alles wird Was gut. sind denn das für Prioritäten, die du hier hast? Fucking Lumpi! Psch, 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 psch. Hey, Lumpi, nein, nein, nein. Pups auf Lumpi. Lumpi, hey, hör dir das gar nicht an. Komm, wir nehmen mal hier deine großen Ohren, knicken die zu. Wo bin ich hier? Das musst du dir nicht antun. Nein, das musst du nicht. Sag mal, steigerst du dich hier ein bisschen rein, kann das sein? Ja, ein bisschen. Schon wieder Ameisen! Geh doch auf M, dann siehst du die Karte, dann weißt du, dass du gar nicht so weit weg bist. Guck mal, Hier ich bin sind hier im Ameisen, Süden. ich bin vergiftet. Ah, Ich bin das ist vergiftet. es. Arg, wie es eben so ist. Ihr alle wolltet es wieder sehen. Da habt ihr euer Arg. Die Ja. Ameisendinger verfolgen mich. Oh, Rasse. was ist denn jetzt? Ein Lumpi. Terrorbird? Ein Terrorbird? Oh mein Gott, ich bin schon wieder tot. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Oh, hier drüben liegt ein toter Raptor. Ist das ein gutes Zeichen? Ich glaube nicht, nein. Weißt du, was ich krass finde? Dass ich hier noch keinen einzigen Skorpion gesehen habe. Oh wow, wo geht's hier hin? Oh mein Gott. Hier geht's richtig weit nach unten. Ich bin bei so einer Ach, hier ist schon wieder ein Sandschlucht, Wolf. wo es Sag mal, extrem weit nach unten geht. Ich glaube, ich werde unsere Heimat nie wieder finden. Kann das sein? Das Ich bin glaube ich irgendwo in nämlich einem auch. Canyon. Ich bin in irgendeinem Canyon gespawnt. Warum ist denn der Wolf hier? Wer weiß, wo ich bin? Ich versuche, dieses Skelett zu finden. Ja, hier gibt es aber mehrere Skelette, oder nicht? Ich habe keine Hätte ich Ahnung. Hier nicht unten geht auch gesehen. irgendeine wilde Rangelei ab. Hier fetzt sich irgendwas. Da will ich gar nicht hin. Die erste Folge fing so friedlich an und jetzt? Ja, und dann auf einmal kam dieser Geier und damit konnte niemand rechnen. Konntest du damit rechnen, dass dieser Naja. Geier? Nein, ich Du meine, er hast ihn war da, bis. du hast ihn nach Hause gebracht. Er war bis an die Zähne Und bewaffnet er und hat hat mich unsere Lumpis bedroht. getötet. Mein Lumpi lebt noch. Nee, der ist tot. Nein, das ist. Der ist nie gestorben. Du Ich weigere belügst mich dich zu sagen, selbst. dass egal, ich belüge mich halt selbst. Mein Lumpi ist der beste und erste Lumpi Lumpi ist aller tot. Zeiten. Lumpi ist nie. Nein, Lumpi ist Hashtag Lumpi ist symbolisch. tot. Nein! Du weißt, die Leute ahmen sowas nach. Lumpi ist symbolisch noch am Leben. Tja, jetzt bin ich irgendwo hier. Ich brauche irgendein Jetzt bin ich Reittier. irgendwo hier. Ich brauche ein Reittier, verstehst du? Vielleicht wurden wir getrennt, aber trotzdem, mein Spirit, den kann niemand brechen. Level 45, Alter. Was für ein Level bin ich denn? Ich bin Level 40. Was war das? Level Motorrad in der 42. Wüste. Motorrad in der Wüste, dann frag doch. Oh, ich sehe das Skelett. Oh. Echt? Oh mein Gott, ist das wirklich? Bin ich. War das gar nicht so weit? Okay. Wo ungefähr bist du dann? Wo ungefähr? Geh doch Ja. mal auf die Karte, da siehst du dich ja, was da in der Nähe ist. Wie in der Nähe. Also, wenn du auf die Karte Ja, da gehst, ist ja? was, was ich bin bei 65, 55. Also, I think. 65 was? Ha, Putzi Wutzi lebt! Ich bin zu Hause. Hahaha. 65 was? Wie? 65, 55, Links. also Weiß ich nicht, wie man das zählt. links ist es was? 55. 65. 65, ja? Mhm. 65 links und 55 in der Mitte. Okay, das ist hier drüben. Und natürlich, das Ding ist verschwunden. Sehr gut. Alles klar, ich weiß, wo es. Was ist jetzt los? Wutzi dreht durch. Mein kleiner Lumpi hier, mein Lumpi Wutzi dreht durch. Hat eben so einen Sound gemacht, so ein. Schon wieder. Warum? Was macht er? Er Was hat er ist für eine crazy. Fähigkeit? Ach nee, ich verdurste. Er zeigt mir nur. Putzi, Er zeigt mir nur, dass ich langsam, aber sicher verdurste. er versteckt. Er hat sich im Gebüsch versteckt. Echt jetzt? Ja, er ist hier mitten im Gebüsch. Wenn der Name nicht drüber wäre, würde ich ihn nicht sehen. Oh, komm raus. Der ist intelligent, oder? Ah, E. der kommuniziert mit den anderen Wutzis. Der kleine Lumpi kommuniziert mit den anderen Wutzis.
Boah, ich brauche unbedingt hier so einen Nuckelkäfer. Verdammt. Der hat sich voll versteckt. Echt? Hochintelligent, ne? Hochintelligent. Hochintelligentes Tier. Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Verdammt, oh Oh mein mein Gott! Gott! Rasse Und der nächste Lumpi Lumpi, ist down! no! Rasse Lumpi. Warum haben wir denn keinen Schlafsack? Ich muss ja sein bauen, Moment. Warte, ich mach ein Bett, warte. Warte auf deinen Retter. Aber Wie kann ich ein Bett bauen? ich werde mir, Thatch und also ich werde Hide mir brauche ich ja. sofort irgendeinen Wolf oder sowas zähmen gehen, weil der braucht ja Thatch. keinen Sattel und dann drehe ich durch. Dann drehe ich durch, du. Dö. Ja, du, ne? Da wäre ich ganz wild, du. Wo bleibt das Bett? Ja, ich muss erst hier, was brauche ich denn hier? James, ein Bett, wenn ich betten darf. Hide brauche ich noch ein bisschen. Moment, ich muss ein paar Viecher töten. Töte doch einfach deinen kleinen Wutzi. Du kannst mich, weißt du, was du mich Ja, jetzt kannst. auf einmal hast du eine emotionale Bindung. Davor immer nur, das sind alles Nutztiere. Wutzi ist einfach nur ein Schal. Das ist kein Dann auf Nutztier, das ist einmal. ein Dekorationsstück. Ja. Je Ja, dann, wenn. niedlicher es ist, desto mehr Deko ist es. Und außerdem habe ich ja wohl diesen niedlichen Wutzi gefunden. Den Das ist Wüstenwutzi. völlig unerheblich, was du gefunden hast, was nicht. Aber du hast jetzt diese Buddy-Bindung, ja? Das ist dein neuer bester Freund. Ja. Ihr seid schon ein Team, ihr zwei, ja? Nur mehr Butzi-Wutzi folgt mir, ja? Das geht dich überhaupt nichts an, was ich mit Butzi-Wutzi mache, okay? Im Norden wird's richtig hart. Im Im Norden ist Norden ist brutal. richtig dreckig, geht's im Norden zu, ne? Ich brauche normale Viecher hier, hallo? Die sich abschlachten lassen. Wie wär's? Nimm doch meinen Bogen, oder hast du keinen eigenen? Weißt du, das dauert mir zu lange. Ich glaube, ich lauf. Ich Okay. lauf. Was ist jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein Wo bin ich Flugzeug? jetzt Kommt hier ein gelandet? Sturm? Hört sich an wie ein Sturm, ja. Es kommt ein Sturm! Tatsächlich, Fuck. wow! Und ich bin hier irgendwo nackt. In der Wüste. Deswegen wollte ich mir hier so einen Kalgon zähmen. Der hätte mir wenigstens irgendein Vieh. Oh mein Gott, Butzi, Es gab. Butzi! Ich sehe Siehst du kein. was? Ich sehe nix! Ich reite die Motte. Ich will einfach auf die Motte Greif ihn drauf. an! Oh, Ich mit. Butzi, Butzi greift seinen Kollegen an! Yes! Echt? Ja, weil ich den angegriffen habe. Und der kann was, deiner oder? Ja, ne, das dauert noch. Oh, töte ihn! Du bist eine Killermaschine! Du bist ein Mörder! So ein Sturm. Ich bin komplett blind. Aber ich müsste ganz in der Nähe von dir sein. Also, ich müsste eigentlich jetzt da sein. Toll, jetzt sehe ich gar nichts. Oh, die zweite Folge, die verfluchte zweite Folge. Da muss man erstmal durch. Alles ist gut, ich hab ein Bett. Ich gehe nur noch nach Hause, wenn ich's. Jetzt sehe ich aber nichts. Quantum! Ich sehe nichts. Dinos irgendwo, überall. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Was sage ich hier jeden Tag? Du Schwein! Wenn ich heimkomme, steche ich dich ab. Sie wollte es. Du bist Sie immer wollte gar unterwegs. nichts. Ich bin immer unterwegs für dich. Ich bin immer unterwegs für Du dich. bist nur im Videospiel und hast keine Zeit für sie. Ich muss Geld verdienen auf Judo. Nein, er musste sich und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich sehe nichts. Ich sehe auch Der nichts. Sturm ist zu viel. Bin ich überladen? Nein, du hast keine Ausdauer während dem Sturm. Stamina. Achso, ah ja. Stimmt, die regeneriert gar nicht. 5 Ausdauer. Okay, gut, Du gut, musst gut. erst dich hier so schützen. Ich glaube dann. Ich glaube, du musst in ein Zelt. Geh ins Zelt. Ich muss es erst wieder finden. Finde das Zelt. Es stürmt. Ich Ah, man sehe kann ja nicht keine springen. 5 Meter weit. Oh, warum sind hier überall Kakteen und Steine? Kann ich Kakteen trinken? Ja, natürlich. Jetzt ernsthaft, müsste doch gehen, oder? Ja, wenn es die richtige ist, ja.
Von ein paar wird er schlecht, ein paar sind gut. Hast du schon mehr probiert? Weiß ich auch nicht. Ja. Da ist ein Terrorbird. Ach scheiße. Ne, ein Foken. Oh nein, weg, weg, weg. Hast du Sand im Mund? Ja, Virtual Reality. Du mit deiner Virtual Reality Scheiße. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe dich. Ich glaube, ich komme heim. Ich sehe aber nicht, wo das Skelett ist. Ich habe keine Ahnung. Quantum, wir sind beide verloren. Jetzt laufen wir in Zeitlupe auf uns zu. Oh, das ist romantisch. Da 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 dam da dam. Dam 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 dam. Da 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 dam da dam da dam. Und wo geht's jetzt heim? Ja, ich sehe nix. Ich habe keine Ahnung wo. Sind Betten nicht auf der Karte markiert? Wir haben sie noch nicht aufgestellt. Wie lange geht so ein Sturm? Ich hab 10 Folgen lang. Das sieht echt episch aus, wie du deine Zeitlupe durch die Wüste rennst. Bisschen durstig bin ich. Wo ungefähr? Es war wo nochmal? Es muss doch irgendwo hier sein. Hier so die Richtung. Ich meine, du bist doch hier heimisch. Wo ungefähr warst du denn zuletzt? Man sieht wirklich nichts. Also ich bin komplett... Was ist das? Oh, da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dass der so fliegen kann, so ganz locker. Ja, ist geiles Wetter, Jungs. Geiles Wetter. Ich reite den Sturm. Boah, ich will was sehen. Schalt den mal ab. Gib doch mal irgendwas in die Konsole ein. Hashtag kein Sturm. Was? Cheats? Ich versteck mich jetzt hier im Busch. Wir müssen uns aneinander reiben. Nein, nicht schon wieder. Das funktioniert nicht immer. Wir unterkühlen in der Wüste durch den Sturm. Also der geht ganz schön lange, ne? Das ist eine ungute Situation, würde ich gerne behaupten. Wir haben ein Bett, aber ich kann es nicht. Ja, aber man sieht auch absolut halt nichts. Oh, da drüben ist ein Käfer, ich muss ihn trinken. Ich würde mir gerne so einen Käfer zähmen, aber ich wette, es geht nicht. Der schläft aber nicht im Zelt, oder? Das kannst du gleich knicken hier. Ah! Shit! Oh, was? Oh mein Gott! Fuck, nein! Nicht! Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Das ist jetzt so unfair! Nein! Mein Wutzi-Putzi! Ich flippe ab! Wo kommt denn der fucking Sabertooth her? Putzi-Wutzi! Putzi-Wutzi ist tot! Wow! Ich freue mich kein bisschen, echt. Ich leide mit dir. Dieses dreckige Scheißvieh, dieses elendige. Verdammt, wie lange geht denn noch der Sturm? Irgendwann muss doch mal vorbei sein. Jetzt ist das Bett weg, ne? Ja. Oh, da drüben liegt ein toter Vogel. Ist alles wieder weg. Tja, warum ist denn hier ein Säbelzahntiger? Expertengebiet. Wir sind doch im Easy-Gebiet. Ich kann nicht wissen, was denn im Hard-Gebiet ist. Oh nein, jetzt greift mich hier ein Geier an. Ich bin auch tot. Verdammt! Das ist doch nicht normal hier. Spiel. Ach, deswegen habe ich aufgehört, Ark zu spielen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und ich kann ja nicht rennen, weil ich keine Ausdauer habe. Hier ist ja ein Sandsturm. Viecher macht das nichts. Sandsturm, hilf mir! Doch, ich weiß doch schon wieder überhaupt nicht, wo ich hier bin. Warum sind die Viecher eigentlich gegen Sandsturm immun? Warum ist hier eine kleine Wasserlacke? Lacke? Was ist Wasserlacke? Eine Wasserpfütze ist hier. Oh mein Gott, ich bin nur betäubt. Jetzt bin ich tot. Er hat mich erst K.O. geschlagen und dann hat er mich gekillt. Ey, der Sandsturm, der hier killt hier ist eine Wasserpfütze. Ich bleib hier bei der Wasserpfütze. Ja, aber ich will auch mich bepfützen. Ja, ich sehe nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Das hat ich keinen Sinn. It go inside. Ich würde ja voll gerne insiden, aber... Ja. Ist ja nicht so, als würde das hier Spaß machen gerade. Nee, es ist... Ladenlos herumzulaufen. Oh! Oh Gott. Oh, endlich. Oh Gott sei Dank. Aber die Sicht ist noch immer kacke. Das dauert eine Weile.
Frage ist nur, wo bin ich? Ich bin gar nicht so weit weg von zu Hause. Da bin ich auch nicht so weit weg wieder. Ich habe trotzdem ich keine Ahnung. Wenn ich M drücke, dann. Es sieht ja alles gleich aus, aber Steine, okay? Da haben wir nur Kacksteine überall. Und was lernen wir daraus? Bring keine fremdartigen Viecher nach Haus. Ja komm, dass der Säbelzahntiger hier aufgetaucht ist, war ja voll unfair. Du hast ihn aber auch mit Kotlets gereizt. Das Kotlet auf deiner Schulter, ha? Putzi, Wutzi und so ein Quatsch. Oh, ich hab's gefunden, ich bin daheim! Heimat! Wunderschöne Heimat. Hoffentlich sind meine Sachen noch da. Ich wette, ich habe alles verloren. Mein Bogen hat sich jetzt alles in Luft aufgelöst, wahrscheinlich. Ja, natürlich ist es weg. Alles ist wieder weg und wir sind wieder bei Null, ne? Ich baue mir eine Hütte. Wirklich? Mein Bogen ist weg? Wie lange bleibt es liegen? 16 Minuten, ne? Ach, wir haben auch gar keine Betten mehr. Ja, ist alles. Jetzt ist alles wieder weg. Jetzt sind wir wieder offiziell bei Null. Ja, mach ein Bett jetzt. Mach du doch ein Bett. Du bist doch zu Hause, du Pfeifenheini. Ja, aber ich hab doch gar keine Materialien, du Dödel. Dann such welche, machen. Du Pflaumenmus. Ich hasse dich. Hecht dich auch. Deswegen habe ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen, weil du immer nur aggressiv wirst bei dem Spiel. Ja, wie soll man denn hier nicht aggressiv werden? Ich muss doch erstmal jetzt irgendwas ernten. Social Experiment? Ja, aber das Experiment tut uns beiden nicht gut. Was ist hier? Hier ist ein Tempel? What the fuck? Oh Gott, jetzt verdurste ich, oder was? Moment, ich baue ja schon. Kleine Heulsuse. Ist echt was heißt so. Hier Heulsuse, wenn ich sagst du zu jemandem, der kurz vorm Sterben ist, jetzt hör mal auf, herumzuheulen? Ja, in der Tat. In der Tat sage ich kleine genau kleine Heulsuse in der Wüste, wo du hast du oh, mi. Hast du Durst? Oh, fehlt ihm das Beinchen? Hat sich jemand abgebissen? Oh. Ja, ja. Ja, so bist du drauf, krank. Ja, du bist richtig krank. Abartig bist du, einfach abartig. Und mit dir gestalte ich mein Leben und meine Karriere. Ja. Was bin ich? Irgend so ein Typ, der sich selbst geißelt im Keller? Wo finde ich ein Bett? In welcher Reihe ist denn das? Habe ich noch gar nicht gelernt. Aber es gibt doch eine Suchfunktion. Mhm. Ist es jetzt Deutsch oder? Nein, mein Spiel ist ja. Nee. Im Englischen. Oh Gott, ich bin am Abkratzen. Was ist denn hier? Hier ist ein Tempel. B-I-D. Hab ich schon gesagt. Also nur Säulen. Und sonst nix. Okay. Aha. Interesting. Hier ist mein Gebetsschrein. Ich brauch Halt. Wo krieg ich Halt her? Hier können wir einen Altar für mich errichten. Was soll ich jetzt hier für Halt machen, ha? Bruder? Was? Wieso? Was? Ja, für ein Bett brauche ich Halt. Ja, töte Viechers. Ja, Viechers, du bist so einer. Du bist eine Pflaume, ey. Shit. Bist du schon tot? Nee, hier ist ein... Ich hab vergessen, wie die heißen. Bambi? Die Viecher. Nee. Saftbar? Hier ist ein Wolf. Oh Gott, zwei Wolf-Dinger, ein Raptor jetzt. Und ein... Wie heißt das nächste? Die nächste Stufe vom Raptor? Ahnung. Ich hab vergessen, wie die Viecher heißen. Kano? Kano ist ja auch noch, ja. Oh Gott, Säbelzahn. Ne, das sind zwei Säbelzahntiger und ein Raptor. Und ein Kano. Hier ist ganz viel gestorben. Und ein Wolf! Sag mal, wo bin ich denn hier? Ich will das nicht mehr. Moment, ich rette dich doch gleich. Du musst erstmal hier ganz schnell Bären in mich rein. Ja, mach mal hier mit dem Bärchen. Du musst einfach hier so wie ich Kaktus schlürfen. Das hilft. So, wo ist die Leiche hin? Toll, die ist jetzt weg. Oder wie, oder was, oder wie. Ach nee, hier sind Ameisen. Oh, was ist hier? Was ist das? Hier ist ein Fluss! Ein Mini-Fluss, also ein Fluss. Und ein Skelett am Rand. Hier sieht gut aus, der Grand Canyon. Ein Fluss. Warum leben wir dann da, wo wir leben? Ich hab keine Ahnung. Deswegen war ich ja dafür, dass wir uns irgendeinen... Was? Arg? Ja, wir spielen Arg. Ah, ich flieg den Berg runter! Okay.
Ach, ja gut, ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Hinter mir waren Ameisen, vor mir waren Säbelzahntiger. Ich baue dir gleich ein Bett. Entspann dich. Mach hinne. Ich versuche, hier sind keine kleinen Lumpis. Ja, ist klar. Nein, die sind weg. Die sind einfach weg. Ich alle getötet. Die Lumpi-Tage sind vorbei. Ja, irgendein krankes Hirn, die wird alles getötet. Ist bei uns eigentlich mal ein roter Dings in der Nähe? Shit, oh nein. Oder ein grüner Strahl? Oh nein. Hm? Ich glaube, ich habe einen Geier wieder getriggert. Oh, hier ist ein kleiner Lumpi. Aber die sieht man halt nicht, weil die verschwinden hier im hohen Gras. Die verstecken sich, die Viechers. Bleib mal stehen. Wo ist es hin? Sind wir in der Nähe von dem roten? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich bin gerade beschäftigt, Fels zu besorgen, aber... Oh shit, hier ist ein Raptor. Oh fuck me. Warte. Es sieht gut aus. Alles klar, ich hab Halt. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo es heimgeht, so genau. Nein, das finde ich wieder. Keine Panik. Ich hab permanent... Oh nein, warum? Ist doch egal. Jetzt kommt schon wieder ein Säbelzahntiger. So, ich hab die Schnauze... Oh mein Gott. Und ein Vogel und noch einer. Ich kann hier nicht zwei Sekunden überleben. Hey, kleiner Mann. Hey, alles wird gut. Ich baue dir gleich ein Bett. Und wachst in deinem gemütlichen kleinen Bett auf. Was? Da ist nur ein Traum. Generate Scorch Earth Portal. Adobe Ceiling ist hier drinnen. What is this? What is this magic? Das war alles nur ein Traum, kleiner Quantum. What is this magic? Was habe ich aufgesammelt? Völlig. Was fehlt ich? Noch? Moment. Noch einen Baum schlagen und dann hole ich dich da raus. Was ist denn das für ein komisches... Achso. Zwei Bäume schlagen und dann hole ich dich da raus. So. Ich bin in irgendeiner Schlucht. Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Dinosaurier-Gegner. Ah, verdammt, leck mich doch! Oh, hier sind Skorpione und jede Menge Vögel. Nein, warum... Das Einzige, was ich will, ist kuscheln. So, aber jetzt. Zelt. Ich bin verletzt. Dann spring einfach runter. Erlöse dich. Ich kann gar nicht sprinten jetzt, weil ich schon so verletzt bin. Hier. Beende es. Ich nehme den Kopf. Wer will mich fressen? Hier ist Kanos, Löwen, Tiger. Bring alle gehen auf mich los. Okay, Kano. So. Okay. Moment. Ja, was? Moment, das Bett ist noch immer nicht hier. Es wird doch... Du bist so... Sag mal, wie lange brauchst du für ein fucking Bett? Du hast doch gerade gesagt, du hast es gebaut. Siehst du es? Ja. Du Sack. Kannst jetzt spawnen, du Opfer. Opfer. Wie alt bist du? 12? Ja, Sack, wow. Du Hardliner, du. Ja, was? Opfer sagen ja nur 12-Jährige, hallo? Das ist schon längst... Sack sagen nur Senioren. Das ist schon längst out hier. Wie dein Gesicht. Weißt du, ich sehe schon die Kommentare wieder. Bitte hört doch auf. Habt euch doch wieder lieb. Wie soll man dich lieb haben? Wie soll man dich leiden können? Bitte, YouTube, erklärt mir das. Ja, warum wurde mir so ein Partner zur Verfügung gestellt vom Netzwerk? Was für ein Netzwerk? Bist du ein Lappen. Lappen, süß. Bist du schon 13 jetzt? Ja. Bist du schon ein Jahr älter geworden, von Opfer zu Lappen? Ja, ich bin jetzt nämlich schon in der Malgruppe. Ich darf jetzt schon mit bunten Farben. Ja, ich verstehe. Davor war alles schwarz-weiß. Warum krepiere ich denn? Ich hab. Oh nee, ich hab so einen Hitzestich. Ich bin gleich tot. Was kann ich dagegen machen? Ja, die Wüste, ey, die Wüste. Oh mein Gott. Toll, das Bett, ne? Das dauert auch nochmal irgendwie ewig, bis das jetzt hier läuft. Ja, da ist der Respawn und Stop-Dings, ne? Geil, Quantum. Bist ein geiler Typ. Ich weiß.
Was würde ich nur ohne dich machen? Tja. Ein kleines Läppchen. Haben wir hier noch Dinge? Beeren? Okay. War hier nicht ein Dings zum... Mach mal noch ein Bett. Jetzt... Du, ich muss erst wieder hier... Was ist denn hier? Mach mal ein Kann Bett. Kann ich den abschlagen? Au! Kaktus-Sup. Okay, wenn es richtig heiß ist, muss man sich anscheinend wirklich im Zelt verstecken. Ja, man muss ins Zelt. Wir brauchen echt einen Flieger. Habe ich mich gerade voll verletzt? Okay. Das Zelt hilft. Eingangshalle. Ich brauche Trinken. Haben wir hier irgendwo einen Käfer, wo ich meine Lippen dran pressen kann? Und Fühler raussaugen, das Ganze. Oh, tut es gut. Ach ja. Was, Okay, bist du bereit, jetzt hier so ein Vieh zu zähmen? Ja, nein, vielleicht. Damit wir endlich die Option haben, davon zu reiten. Wir brauchen unbedingt was zum Reiten. Ja. Davon rede ich die ganze Zeit. Die ganze Zeit redet er davon. Boah, oh, da ist ein Raptor. Komm zu mir, da ist ein Raptor. Ich habe nicht mal irgendwelche Waffen. Wappen? Waffen, habe ich gesagt. Ja, Wappen. Jetzt, was ist denn los mit dir? Was ist denn da los? Ich brauch Flint. Oh, der Raptor kommt. Geh weg von zu Hause. Geh bloß weg von zu Hause. Der Raptor. Ich schwör dir. Mach keinen Quatsch. Ich bin tot. Oh mein Gott. Es ging so schnell Level 9. Der hat mich so zerrissen. Und das Bett hat Cooldown. Ich werd nicht mehr. Wie lange noch? Oh shit, da ist der Raptor ist zu Hause. Ja, sag ich. Warst du zu Hause schon wieder mit dem Viech? Nein. Sag einmal, das ist vor unserem Zuhause ein Raptor. Ja. Ja. Warum machst du sowas? Warum quälst du mich? Liebe. Pure Liebe. Liebe ist Qual? Ja. Ja, Liebe aber, ist Qual. Das ist sehr philosophisch. Aber nicht, Liebe, wenn man den richtigen Partner hat. Und dann scheinen, passen wir einfach nicht zusammen. Betäub ihn doch. Ja, bist du bekloppt? Glaubst du, ich geh zu einem Raptor hin und sag, hier, ich hau dich mit meinem Klapp oder was? Mhm. Das denke ich nicht, Tim. Ich bin direkt daheim gespawnt. Mach doch irgendwas! Was soll ich? Bist du bescheuert? Was soll ich machen? Ich mach gar nichts. Der geht von allein weg. Nein, eben nicht. Er ist gestorben. Gut. Wo ist jetzt hier mein Zeug? Hat er es gefressen? Ah, hier drüben. Ich schaff das nicht mehr. Es ist zu viel mit dir. Ich das ist die zweite Folge. Ich schaff wir sind am Verzweifeln. Wir sind seelisch. Ah, nein, der ist wieder hier. Der ist ja gar nicht tot. Was redest du? Das ist Feuer. Weil, du, jetzt mir. Ich kann nicht mehr. Wie soll ich denn das aushalten? Wie soll ich... Ich hab keine Ahnung. Aber bitte lass mich da raus, ja? Ich will damit nichts zu tun haben. Ihr nehmt das Bett! Ja, sicher nehme ich das Bett! Wo sind meine Sachen? Hast du gesehen, wie das Bett heißt? Gib mir meine Sachen. Wo ist denn das? Wo bin ich denn gestorben? Da, wo er ist. Ja, hol doch! Ja, los. Schlage mit deiner Axt, komm. Ich versteck mich hier im Gebüsch. Au. Au. Oh oh. Ja, hilf mir doch. Wie, denn soll ich ihn zuschlagen mit den Fäusten? Alter, ich hab ihn getötet. Du bist so weich. Will der mich jetzt töten? Nee, der ist cool.
Merkst du, dass wir ein Vieh brauchen? Ja, Merkst das sag ich doch die ganze Zeit. doch auch. Aber du willst ja nicht. Was heißt, du willst ja nicht? Verzweifelt wehrst du dich dagegen. Du machst ja nur diese kleinen Viecher, die nichts bringen. Diese Deko-Viecher. Nutzlos bist du. Du bist nutzlos. Du. Sind Immer immer die eins anderen hier. schuld, oder was? Brauche ich noch irgendwas hier? Ach, ich hab schon wieder. Ich hole mir jetzt gleich ein Vieh. Ich eier mit dir da nicht mehr rum. Ja, bring aber keine blöden Viecher nach Hause, okay? Wie wär's mit der grandiosen Spawn Idee? hier! Ja, spawnen, du bringst sie nach Hause. Du! Du bist ein kranker Die Psycho. riechen dich, verdammt! Dusch dich endlich mit so einem Käfer Wie ab! soll ich mich hier duschen ohne Wasser, Ja, Käferwasser? Hä? Was Ja, Käferwasser? was denn? Nur den Käfer will mir halten und aus seinen Fühlern kommt der Saft raus, mit dem ich mich reinige. Boah. Ja. Das ist ekelhaft, hallo? Müssen wir alle durch. Das ist arg. Mensch, Mensch, Mensch. 40 Minuten, nur Elend. Ja, Folge 2. Ob es Folge 3 geben wird? Mal gucken. Der Aufbau war eben schon immer schwierig. Die ersten Folgen sind immer Schreien und Qualen und Das ist jede Tränen. Folge ist eine Qual und Schreien. So war das damals in der Steinzeit mit den Dinos. Authentisch. Authentisch. So. Ah, mein Leben. Ich Überhaupt. hab's nicht leicht. Ich hab's nicht leicht mit dem Typen. Ihr merkt es, oder? Ihr könnt es merken. Wir verstehen uns, YouTube. Was wollte ich gerade? Bei der Hitze musst du wirklich im Zelt bleiben, ne? Wood. Wenigstens hier kein Gegner. Okay. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt schlafen und sehen uns in der nächsten Folge. 4000 Likes, ihr kennt die Regel. Ihr kennt sie alle. 4000, ja. Eine Menge. Nur Elend. Ich hab's nicht leicht. Bedenkt das. Tschüss, YouTube. Tschüss. Tschüss.